Hi Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video. 3 Jahre nachdem ich ein ähnliches Produkt reviewed habe. Hallo, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr seid glücklich, zufrieden, satt, ausgeschlafen, es ist 19 Uhr. Hallo, ich bin da, ich bin müde, ich bin gerade aufgestanden. Aber wir haben heute was ganz, ganz Tolles. Es kribbelt mir schon seit gestern in den Fingern, denn ich habe ein Produkt hier, was schon wieder ziemlich beliebt in meinen Instagram-DMs war. Und zwar geht es heute um die mehr oder weniger neue Nivea Hyaluron Cellular Filler Foundation. Throwback, 3 Jahre vorher. Erstmal sorry, Maxim. Girl, what happened? Ich habe vor ungefähr 3 Jahren, das war mein erstes sehr, sehr erfolgreiches Video damals, die Hyaluron Cellular Foundation als Cushion getestet. Und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen, damals hat die Foundation 25 Euro gekostet und das fand ich, für mich war das damals extrem viel Geld für eine Foundation. Ihr müsst wissen, zu der Zeit habe ich Foundations für 1,29 von Rival de Loop gekauft. Ich fand die Idee dahinter aber gut. Das Einzige, was mich damals gestört hat, schaut euch das Video gerne im Nachgang nochmal an, war A, der Preis, B, der Geruch und die wenige Deckkraft und das Oxidieren und die Shade Range. 3 Jahre später ist Nivea mittlerweile mit einer weiteren Foundation rausgekommen und die heißt genauso, ist aber nicht mehr in der Cushion-Form. Und das persönlich finde ich recht spannend. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen Pflege und Make-up in ein Produkt macht. Ich wollte aber immer eine hohe Deckkraft. Und vielleicht erinnert sich die ein oder andere oder der ein oder andere von euch, vor ein paar Wochen habe ich schon mal eine ähnliche Foundation getestet. Allerdings war das das günstige Dupe von Isana zu der Nivea Cushion Foundation. Heute testen wir diese Foundation und den neuen Concealer. Ich bin extrem gespannt. Kurze Key Facts zu der Foundation. Die Foundation kostet so viele Euro. Girl, it's a lot. Aber da soll Pflege mit drin sein und ich lese euch kurz vor, was sie können soll. Vielleicht macht es das Ganze dann besser. Hochwertige Farbpigmente verschmelzen sanft mit dem Hautton. Rötungen und Unebenheiten werden kaschiert und der Teint perfektioniert. Nicht fettende Formel, 12 Stunden lang anhaltende Feuchtigkeit, Haut fühlt sich weich und geschmeidig an. Angereichert mit Hyaluronsäure, mildert die mildert feine Linien und Fältchen sichtbar für gesund aussehende, schöne und geschmeidige Haut. Tag für Tag. Ich habe Farbe 2 gekauft. Es gab 3 Farben im Laden, hell, mittel und dunkel. Ich erinnere mich, dass ich damals dunkel hatte und ich sah aus wie ein Oompa Loompa. Deswegen habe ich mich heute für die 2 entschieden und ich finde, die sieht ganz passend aus. Deswegen würde ich vorschlagen, wir testen sie einmal aus. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Hier ist wieder das Emoji der Woche, was ihr gerne einmal in die Kommentare schreiben könnt. Und wer ganz aufmerksam ist von euch süßen kleinen Mäuse, der findet im Laufe des Videos den Instagram-Tag von meiner eigenen Marke, die in den nächsten Wochen eventuell rauskommt. Ich habe schon ein bisschen Feuchtigkeitscreme drauf. Wir testen neue Foundations generell nicht mit Primern. Und wir haben in der Foundation 30 ml mit drin. Die Verpackung ist Glas, fühlt sich hochwertig an. Und wir testen das Ganze mal aus. Ich habe sie noch nicht im Gesicht getragen. Ich habe sie nur geswatcht. Und hier war die Farbe ein bisschen dunkler, aber ja, das sind 2 verschiedene Farben. 1, 2, 3. Wir testen erstmal 3 Pumpstöße. Konsistenz ist recht dickflüssig. Weiß ich jetzt nicht. Schade oder nicht schade? Sie hat keinen Duft. Sie ist nicht parfümiert. Sie hat nicht diesen klassischen Nivea-Geruch, wie die Cushion Foundation hatte, den viele gestört haben. Ich mag den Nivea-Duft sehr, sehr gerne. Ich überlege mir sogar, ob ich mir das Nivea-Parfüm kaufe. Das lacht mich immer an, aber dann denke ich mir so, ich möchte nicht nach Creme riechen. Aber eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Also sie ist definitiv nicht parfümiert. Wir starten mit der ersten halben Seite. Ich benutze dafür einen Pinsel von Catrice und gehe hier rein. Malen uns jetzt erstmal hier die erste halbe Seite an. Ich fange immer ganz gerne mit einem Pinsel an. Ich finde, dadurch habe ich immer einen guten Eindruck, wie die Deckkraft ist, wie die Foundation sich auftragen lässt. Die Farbe. Also ich erinnere mich, dass die Foundation ein bisschen oxidiert hatte damals. Deswegen sage ich jetzt nochmal nicht so viel, aber sie sieht schon recht vielversprechend aus.
Auch an dieser Stelle muss ich immer sagen, leider sind drei Farben viel zu wenig. Und ich verstehe es nicht und ich verstehe es nicht. Und ich werde es immer weiter sagen. Für euch, ihr wisst es mittlerweile, aber für die Marken, bitte. Ein paar Farben wären schon schön. Die mittlere Farbe sieht erstmal ganz gut aus. Ich bin ehrlich gesagt überrascht von der Deckkraft gerade. Also das ist ja keine Medium-Deckkraft hier, ne? Das ist ja schon fast Full Coverage. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir jetzt nochmal einen Pumpstoß mehr genommen und verteile mir die Foundation jetzt einmal hier an meiner anderen Gesichtshälfte und dann hole ich euch ein Stückchen näher ran. Freunde, rückt ran auf den Meter hier. Was sagt ihr? Also ich muss sagen, Farbe sieht ziemlich gut aus. Mein Hals ist gerade so ein bisschen gerötet. Ansonsten hat die eine sehr solide Deckkraft und sieht sehr natürlich aus. Wir machen den nahen. Girl. Hi. Guten Morgen. Also die Deckkraft ist extrem hoch und das sieht aus, als hätte ich mir die Haut gerade eingecremt. Seht ihr, dass sie jetzt so ein Stückchen oxidiert ist? Also sie wird schon müh dunkler. Deswegen würde ich fast zu der helleren tendieren, weil ich ja dann gerne mit Bronzer und so arbeite. First Impression, sehr schön. Sehr natürliches Ergebnis, nicht so fettig wie die Cushion Foundation damals. Die war ja sehr, sehr glowy. Das ist ein natürliches Finish und wenn ihr eine trockene Haut habt, braucht man jetzt eigentlich gar kein Puder mehr. Wenn ihr eine ölige Haut habt, würde ich sagen, tragt ein bisschen Puder. Ich werde das Ganze einfach so wie immer behandeln. Ansonsten nicht schlecht. Wir machen weiter mit dem Concealer, Freunde. Das ist der passende Cellular Filler 3-in-1 Eye Care Concealer. Was kann der? Hochwertige Farbpigmente, 24 Stunden lang anhaltende Feuchtigkeit, angereichert mit Hyaluronsäure. Auch der war sehr teuer. Der hat 20 Euro gekostet. Da sind 4 Milliliter drin, was schon extrem wenig ist. Auch hier habe ich passend die Farbe 2 gekauft. Ich finde aber, schaut euch das mal an. Also, sieht man das? Der sieht schon wesentlich heller aus. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Okay, kommt recht schnell schon der Concealer raus. Ich mag halt dieses. Ist aber sehr hell. Okay. Wow. Sicher, dass das die 2 ist? Ja, Medium. Er ist auch nicht parfümiert. Ich trage mir jetzt mal ein bisschen was auf. Er ist schon sehr hell. Ich hole mir. Und recht flüssig. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Concealer rausgeholt. Schaut mal. Das ist die Foundation. Und das ist der Concealer. Also man sagt ja, Concealer kann ruhig ein bisschen heller sein, aber das sind eigentlich 4 Nuancen, mindestens. Blend mir den jetzt mal aus. Kann mir vorstellen, dass der, dadurch, dass er so glowy ist, sehr schön auf Haut ohne Foundation aussieht. Also wirklich, wenn man nur so ein bisschen Concealer für so ein frisches Ergebnis sucht, sieht er gut aus. Er erinnert mich so ein bisschen an diesen Dreh-Concealer von, wie hieß es, L'Oreal? Anti-Age-Augen irgendwas, nicht Augenlöscher, sondern ich glaube, der war aus der Age-Perfect-Reihe sogar. Also er lässt sich recht gut verblenden, hat jetzt aber, also er hat schon gut aufgehellt, aber die Deckkraft ist halt nicht da. Ich glaube, wenn man keine Augenringe hat, könnte der gut sein. Aber für mich. Was sagt ihr? Was habt ihr für einen Eindruck? Ihr seht ja im Prinzip, ich filme das ganze Spektakel hier ja in 4K. Da sieht man ja ein bisschen was. Also ich muss sagen, die Deckkraft reicht mir nicht. Das Finish ist ganz nett, schön frisch. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Concealer für jemanden, der frisch aussieht und keine große Deckkraft braucht. Ihr kennt meinen Concealer. Ich würde mir jetzt mal einen normalen Concealer rübergeben, damit wir ein halbwegs faires Ergebnis haben für mein Alltags-Make-up. Ich benutze hier wieder den Kimchi. Ihr seht ja schon, ne? Der hat ja viel mehr Bums hier gerade. Foundation auf der Stirn, schaut euch das mal an. Jetzt sehe ich aus wie Dieter Bohlen. Ne? Die Foundation ist ja doch ein Stückchen oxidiert. Passt jetzt auch sehr, sehr gut zu meinen Ohren und hier so in den Bereich. Concealer ist natürlich jetzt hell, also Dieter Bohlen auf Mallorca mit Sonnenbrille. Es fühlt sich sehr frisch und es fühlt sich sehr leicht an. Das muss ich dazu sagen. Man hat nicht das Gefühl, dass man was im Gesicht trägt. Ich würde mein Make-up einmal fertig machen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Alright, einmal ist alles gesettet und so ein bisschen gepudert, ein bisschen Blush, ein bisschen Bronzer. Augenbrauen sind einmal drauf. Ich muss sagen, das sieht sehr schön aus. Unter den Augen jetzt mit meinem Concealer und dem Puder hat es gereicht. Ich finde, es creased nur so ein bisschen. Also, nee, ich habe gerade überlegt, aber das ist ein schwieriger Satz, den ich jetzt sage.
wenn meine Tochter oder mein Sohn mit 13, 14 sagt, hey Daddy, ich möchte gern Make-up tragen, aber nur so ein bisschen Concealer, dann würde ich ihr den geben, weil er nicht so viel Deckkraft hat, nicht so doll ist und ja, wobei eigentlich ist er dafür auch zu. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist in Nö. So ein Stück Concealer. Ist nicht so meins. Texturmäßig, aber gar nicht schlecht. Foundation gefällt mir sehr, sehr gut. Sie sieht sehr frisch aus. Sehr jetzt gepudert matt. Aber es kommt trotzdem noch so ein bisschen Bewegung durch. Auch hier, wie immer, wir setten den ganzen Spaß nicht. Ich schau mal, dass ich euch den Tag über wieder so ein bisschen mitnehme. Heute wird es ein bisschen schwierig, denn Dannys Mama hat heute Geburtstag. Wir wollten schnell vorbeifahren und ihr ein paar Blümchen bringen. Wir haben selbstverständlich Tests gemacht. Und ich habe heute noch einiges zu tun. Heute kommen die ersten Verpackungen, also die Versandkartons für meine Brand. Ich bin gespannt, wie ich nachher aussehe. Schön, dass ihr bis hierhin schon da wart. Bleibt unbedingt dran und es geht für euch direkt weiter. Für euch ein kleines Update direkt in der strahlenden Sonne. Es ist tatsächlich ein bisschen glowy geworden. Um die Nase sieht es aber noch sehr gut aus. Bis jetzt Fazit, alles fein. Ich habe aber das Gefühl, nach 3 Stunden, das ist eher was für trockene Haut. Ich bin gespannt, wie sich das im Laufe des Tages noch verhält. Ich gebe euch da auf jeden Fall ein Update zu. Und ich werde die Foundation morgen früh auch nochmal auftragen und dann bis mittags testen und euch dann nochmal ein anderes Fazit geben. Ich benutze ein neues Puder und werde so ein bisschen schauen, wie es funktioniert. Bis jetzt alles fein. Ist es meine Lieblingsfoundation? Kann ich jetzt noch nicht so sagen. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das Ergebnis im direkten Sonnenlicht? Guten Morgen, ihr kleinen süßen Streuselschnecken. Es ist 5.46 Uhr. Am nächsten Tag. Ich bin gerade aufgestanden, habe ein Käffchen getrunken, habe mir die Augenbrauen gemacht und wir machen heute direkt weiter, denn ich möchte heute nochmal, solange es geht, diese Foundation testen mit verschiedenen Produkten. Auf der einen Seite benutzen wir einen Primer, auf der anderen einen anderen und dann schauen wir mal, ob das irgendwie noch so einen Unterschied macht. Wir werden das Ganze auch heute setten, einfach, dass ihr nochmal so den Vergleich seht. Gestern im Laufe des Abends war es dann wirklich schon ziemlich, ziemlich ölig und ich habe das Gefühl gehabt, dass sich das hier an der Nase bei mir so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Es war gestern aber auch sehr sonnig, ich hatte gestern einen super stressigen Tag und ich möchte heute im Laufe des Vormittags nochmal schauen, ob sich das Ganze irgendwie ein bisschen verändert. Deswegen benutzen wir auf der rechten Seite von mir den recht neuen NYX Marshmallow Primer. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich benutze den aktuell fast täglich im Alltag. Der hat so eine super schöne, ja, wie so eine Marshmallow-Textur. Riecht recht süß, hinterlässt aber ein super schönes Hautbild. Also wenn der gleich antrocknet, dann seht ihr, was ich damit meine. Der ist wie so ein bisschen Pore Blurring. Ich habe ein komplettes Video, nicht zu dem Primer, aber mit vielen NYX-Neuheiten gemacht. Ich schau mal, dass ich euch das hier oben in der Ecke oder hier in dieser Ecke verlinken kann. Dann könnt ihr euch das Video gerne im Nachgang mal anschauen. Generell, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch nach diesem Video noch ein altes anschauen. YouTube schlägt euch ja immer 2 verschiedene vor auf dieser Seite. Vielleicht ist da ja noch was Spannendes für dich dabei. Okay, also jetzt zieht der so ein bisschen ein. Ich habe ein bisschen zu viel genommen, deswegen arbeite ich mir das mal in die Hand mit ein. Was nehmen wir denn auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite benutzen wir von e.l.f. den Cooling Face Primer. Der ist ähnlich wie der Milk Hydro Grip Primer. Den habe ich jetzt weggemacht, weil der war jetzt einfach schon zu alt. Das ist ein gutes Dupe. Der ist sehr, sehr gelig und sehr klebrig. Und die Foundations sollen dadurch, fragt mich was Leichteres, ob es wirklich so ist, ein bisschen länger halten. Gebt mir den wirklich auch nur hier auf die linke Seite von mir. Ich glaube, ihr seht auch direkt einen Unterschied. Hier ist das Ganze wirklich sehr, sehr eben. Und hier ist es sehr glowy, sehr rutschig, aber das trocknet auch jetzt an und dann wird das, wie der Milk Primer, sehr, sehr sticky. Ich trage mir jetzt die Foundation einmal auf. Wir benutzen wieder die Cellular Filler Foundation von Nivea in der Farbe 2 Medium. Und ihr habt jetzt die nächsten 20, 30 Sekunden entspannende Spa-Musik mit Make-up ASMR. Und ich bin
fertig. Ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis heute besser als gestern. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht, weil ich einfach ein bisschen freier, ohne zu erklären, mir ein bisschen mehr Mühe gegeben habe. Ich habe richtig gebaked. Ich habe Cream Blush. Ich habe Puder Blush. Ich habe die Augenbrauen vorher gemacht. Ich habe euch hier einmal zwei verschiedene Einblendungen gemacht. Einmal seht ihr hier die Foundation-Seite mit dem NYX Primer. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr ebenmäßig aus. Es gefällt mir besser als ohne Primer. Und auf der anderen Seite der von e.l.f. Der sieht fast so aus wie gestern, vielleicht ein bisschen glowiger. Jetzt im gepuderten Zustand sieht man selbstverständlich keinen Unterschied. Wir werden das jetzt setten. Ich benutze dazu, was nehme ich denn? Ich benutze jetzt heute mal hier das von Benefit, das Professional Super Setup Spray. Das ist sehr, sehr fein. Man braucht nicht viel und das fixiert alles sehr gut. Wir lassen das Ganze antrocknen. Ich melde mich im Laufe des Vormittags bei euch. Ihr könnt mir jetzt aber schon mal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch besser gefällt. Ansonsten würde ich mich jetzt hier aus dem Studio verabschieden und für euch geht es gleich weiter mit einem Check-in. Kleines 13 Uhr Update, rückt ran auf den Meter. Also, unter den Augen ist es heute ein bisschen hell. Ansonsten sieht die Base aber wunderschön aus. Also, ich kann mich gar nicht beschweren heute. Hier unter den Augen ist ein bisschen trocken, es liegt aber am Concealer und an dem Puder, es hat nichts mit der Foundation. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Hier war ja die NYX-Seite, hier ist die e.l.f.-Seite. Ich sehe gar keinen Unterschied. Aber ich sehe einen Unterschied zu gestern und ich finde, es sieht wesentlich besser aus als gestern. Ein letztes kleines Update für heute gibt es. Es ist 18:30 Uhr knapp 19 Uhr. Die Sonne geht jetzt gerade unter. Ich kriege gerade noch so das restliche Licht ab. Also, kleines Fazit. Der Concealer hat heute versagt. Das ist aber nicht der Nivea Concealer, sondern das ist ein anderer mit einem anderen Puder. Nicht so schlimm, aber die Base. Schaut mal. Es ist alles noch in Ordnung. Ich finde, hier um die Nase sieht es nicht mehr ganz so schön aus. Auf der Stirn top, im Wangenbereich top. Und hier, wo ich halt esse und rede, da ist es so ein bisschen gecrackt, aber alles in Ordnung. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, nee. Ich glaube, dass die Foundation wirklich für jemanden von euch was sein könnte, der wirklich mit trockener Haut zu kämpfen hat, der eine mittlere Deckkraft haben möchte und für den, Achtung, der Preis in Ordnung ist. Mir persönlich war es jetzt ein bisschen zu teuer für eine Foundation mit Hyaluronsäure. Ich würde dann tendenziell eher zu der von Rival de Loop tendieren. Ansonsten aber wirklich alles fein. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht hat der, die eine oder andere von euch es ja auch schon mal getestet. Dann gebt uns doch gerne ein Feedback in den Kommentaren unten einmal her. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Passt auf euch auf.